Hallo, werte Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung zu einer neuen Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und heute spiele ich den M8 Thunderbolt 2 für euch. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum denn den M8 Thunderbolt 2? Einfach und allein, weil ich den Namen geil finde. So, das ist der wirklich einzige Grund, warum ich mir gedacht habe, den will ich euch heute mal zeigen. Also das ist einzig und allein der Grund. Und dementsprechend, vielleicht kennt ihr den selber ja noch nicht, also schauen wir uns den auch nochmal an. In dem Fall ein amerikanischer Panzer, ein Leichtpanzer. Die Geschichte der M8 Armored Gun System oder einfach M8 ist ein in den Vereinigten Staaten gebauter Leichtpanzer, der den Sheridan bei der 82. Airborne Division ersetzen sollte. Auch wenn das Projekt trotz mehrerer gebauten Prototypen 1997 eingestellt wurde, erwachte das Interesse an dem Modell im Jahre 2013 neu. Wir haben einen Alpha-Schaden von 580 knapp mit einem Durchschlag von 650, der Schaden pro Minute bei 5200, Trefferpunkte 2695, aber kaum Panzerung mit 90, 90, 65, 80, 40, 50, also Militär-Aluminium, da wissen wir schon, wirklich was aushalten wir da wohl nicht. Höchstgeschwindigkeit sind 72 km/h, also na, natürlich ein flinker, kleiner Scheißer. Und umso spannender und umso mehr freue ich mich, den jetzt im PvE zu spielen, weil da bin ich ja normalerweise der, der gern an die Front fährt und irgendwie eins auf die Deckel bekommt. Also schauen wir mal, was das Militär-Aluminium so mit mir aushält. Legen wir los, springen rein und gucken, was wir so reißen können. Die Operation Todesfee ist uns zugeteilt worden. Nequiels Löwen haben eine Ölraffinerie eingenommen und abgeschaltet, um sich der Bevölkerung gefügig zu machen. Erober die Anlage zurück und erteile den Löwen eine harte Lektion. Ja, das klingt doch einfach, die Raffinerie einzunehmen und auf dem Weg die Pumpwerke zu zerstören. Das sollte doch funktionieren. Wir sind hier Top-Tier. Ich bin der einzige Neuner in einem sonst Achtergefecht und heute ist sogar eine Arti dabei. Das sehen wir hier drüben, Paladin. Alle Artis werden gefühlt eher seltener hier gespielt. So, jetzt will ich mich gleich mal. Mal vielleicht ein bisschen was scouten und ein bisschen den Damage ins Ziel bringen. So, ein bisschen vorsichtiger spielen. Ah, da habe ich nur zwar ein schönes Inferno gemacht, aber kein Damage an den Mann bringen können. So, ich passe hier, muss hier echt aufpassen, nicht zu schnell zu viele Hitpoints zu verschenken, weil das schaffe ich in einer Regelmäßigkeit. Aber bisher läuft's alles ganz vernünftig, ganz sachlich. Und wir sind hier wirklich ein schnelles, kleines Ding unterwegs. So, komme ich auf den Abrams drauf. Yep. Schöner Treffer. Warum schießt du denn jetzt auf mich? Schießt doch auf jemand anders. Ja, der Warrior kommt und macht es klar. Arti hält hoffentlich auch von hinten noch einigermaßen gut rein. So. Also unglaublich mobil, der Panzer hier. Also das macht richtig Spaß, den zu bewegen. Muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr sympathisch. Da geht einiges. Eigentlich könnte ich auch noch meinen E nutzen, aber der ist so schnell, das brauche ich gar nicht. Nein, ich habe drüber geschossen. Schieß nicht auf mich, schieß nicht auf mich. Ja. Ach so, man muss da hinfahren. Alles klar, okay, ich check's auch. Mal ausnahmsweise kein Nebenziel, wo man drauf ballert, sondern wo man einfach hinfahrt und sagt, das, du bist jetzt meins. So, so wie du jetzt meins bist.
Ach nee, du. Warum schießt du denn so auf mich? Naja, im Zweifel Hitpoints habe ich hier noch ein bisschen. Einfach nur aufpassen. Dann geht es schon. Nee, der klappt so nicht. Ich dachte mir, da könnte ich vielleicht mal schlau sein und den so beschießen. Aber in dem Fall steht der eigentlich recht gut. Nee, nee, so nicht. Da ist jetzt einiges an Gegnern. Alter Verwalter. Und da hinten jetzt auch noch. Also ich muss mir ja so ein bisschen mal so den Schuss entziehen, dass ich da nicht ganz so einfach zu treffen bin. Der steht hier jetzt nur so. Ich muss das Ding hier wegschießen. Dass ich jetzt da ein bisschen besser drauf komme. Jetzt klappt's auch mit dem Merkava. So. Ziel identifizieren. Nee. Jetzt. Also da ist einiges los, alter Verwalter. Man hat auch gerade die Arti mal wieder gesehen, dass es da versucht hat. So, immer schön Peekaboo spielen, bisschen zurückziehen. Und dann läuft es schon. Also am Schaden muss man sagen, da für einen Leichtpanzer kann man hier funktionieren ordentlich wirken. Ja, gut. Die Löwen werden zurückgeschlagen. Ihr müsst identifizieren. Also wirken funktioniert bis dato wirklich ordentlich. So, 600 Hitpoints noch. Ach, nee. Aber man sieht natürlich schon, dass meine Jungs hier noch deutlich mehr Hitpoints haben als ich. Und dementsprechend hört es bei mir auch schon so ein bisschen unangenehm an, wenn ich fahre. Dieses Kettengeräusch. Muss ich hier ganz klar mein Reparaturset mal nutzen. Aber jetzt habe ich auch keinerlei Berührungsängste mehr. Naja, vielleicht hätte ich das nicht so sagen sollen. Weil der hat jetzt doch unglaublich viel Damage gemacht. Habe ich jetzt wahnsinnig unterschätzt. Also das war definitiv jetzt viel zu viel, was ich da drauf gefahren bin. Aber da sieht man, man darf halt das Thema PvE doch nicht so unterschätzen. Also ich werde mich jetzt hier ganz klar im Cap aufhalten. Die Pumpwerke haben wir alle eingenommen. Und jetzt wurde auch der letzte zerstört. Also ich hätte mich jetzt da nicht in den Cap stellen müssen. Aber ich war jetzt nicht mehr so da, dass ich sagte, ich musste jetzt da nochmal vor an die Front. Aber was soll's? Wofür ist denn das Zeug da, wenn man es nicht nutzt? Unterm Strich hat sich der Panzer super gut angefühlt. Also ich muss sagen, das ist ein Panzer, der mir vom Stand weg sehr gut gefällt. Und kann ich auch dementsprechend äußerst stark empfehlen. Jetzt schauen wir mal, wie so die Runde gelaufen ist. Wir haben Schützen bekommen. Mindestens 80 von Svea oder in der potenziellen Gesellschaft von mindestens 2000. Ja, alles gut. Und Teamwork, weil keiner gestorben ist. 15.000 Schaden gemacht. Knapp 10 nochmal erspäht. Deswegen bin ich ganz knapp nur gescheitert, um auf den Platz 1 in den XP zu kommen. Und vom Schaden, da sind wir aber Erster geworden. Und man sieht, eine Arti, die reißt halt einfach nicht so dramatisch viel. Ja, und trotz allem, was wir ausgegeben haben, noch 97.000 am Ende raus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der M8 Thunderbolt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.